Mahlzeit. Heute gibt es mal wieder etwas von Olight. Und zwar hier die R50 Pro Seeker. Und das ist das LE-Kit Law Enforcement. Hier gibt es ein Dock mit und Wandhalterung. Aber das zeige ich euch alles gleich. 50 Stunden gesamte Renndauer, 250 Meter Throw, eine XRP 70 LED, IPX8. Wie immer. Und Max 3200 Lumen im Turbo-Modus. Hier hinten gibt es dann noch mal so ein bisschen eine Tabelle. Turbo 3200 rampt auf 1000 runter für 1,5 Minuten plus 150 Minuten. High Mode 1500 Lumen für 10 Minuten wird dann auf 1000 Lumen runtergedimmt. Die haben wir dann für insgesamt 160 Minuten. Medium-Einstellung 400 Lumen, 7,5 Stunden und der Low-Mode mit 60 Lumen für 50 Stunden. Ja, ich würde sagen, genug gequatscht. Schauen wir uns mal an, was Olight hier reinpackt. Wie immer hier dieser Klettverschluss in diesem noblen Karton. Hier gibt es nochmal der Hinweis, dass hier dieser Insulating Film in der Tailcap drin ist bei der ersten Benutzung. Anleitung. Hier so ein tolles Zugband, damit man die Lampe hier auch rauskriegt. Das ist die Lampe an sich. Da kommen wir jetzt aber gleich zu. Ich wollte euch kurz zeigen, was alles dabei ist. Hier gibt es eine Tasche. Die schöne Olight Gürteltasche. Einmal kann man sie hier. Ja, man kann sich hier an den getragenen Gürtel direkt dran machen. Es gibt keine Schlaufe, die zu ist, sondern hier diesen Strap, diesen Velcro-Strap. Klettverschluss nennt man das auf Deutsch. Hier nochmal dieser Hook, dieser Haken. Sehr stabil. Und hier vorne ein bisschen klein geratenes Pad. Muss man sehen, wie lange das dann durchhält. Ansonsten macht das Teil hier stabilen Eindruck. Pulen wir das hier gerade mal raus. So, kommen wir jetzt zum Eingemachten. Was ist alles mit bei? Klettband, selbstklebend. Hier die Pendants dazu, auch selbstklebend. Ihr seht hier die Halterungen, die kann man hier dann festkleben irgendwo, um diesen Dock zu halten. Komme ich auch gleich zum Dock. Sieht so aus. Passt dann hier hinten in diese Halter rein. Zack. Bombig. Wackelt nichts. Klappert nichts. Und dieses Klett hier hält auch bombig fest. Ist hiermit in Riegelung. Und dann kann man die wieder abziehen. Also der Dock, da kommen wir jetzt gleich noch zu. Mit Stromanschluss und hier mit dem Schalter. Erkläre ich euch gleich. Hier noch kurz die Daten. 12 Volt, 1,5 Ampere, Output 12,5 Volt, 1,5 Ampere. Legen wir auch mal hier auf Seite. Hier nochmal so eine Übersicht über die Outdoor Lights 2016 von Olight. Ganz interessant hier bei einer Taschenlampe: Dübel-Schraubenset, um den Halter an der Wand festzuschrauben. Die haben nämlich hier auch Löcher, kann man die also auch in Holz oder in Stein festmachen. Hier haben wir noch ein Netzteil. 12 Volt, 1,5 Ampere Output. Mit normalem dünneren Hohlstecker. Ein Euro-Kabel. Und wie ich finde, sehr schön, gut mitgedacht hier ein 12 Volt Auto-Adapter. Was mir nicht ganz so gut gefällt bei solchen Sachen. Da könnte man jetzt noch dem Ding einen USB-Output spendieren und dann könnte man den fürs Telefon zum Beispiel, fürs Pad oder wie auch immer, noch durchschleifen und weiter benutzen. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Das nur am Rande. So, dann würde ich sagen, kommen wir zuerst zur Lampe an sich. Schieben hier mal alles auf Seite
und schauen uns jetzt mal das Teil von Namen an. Das hier ist die R50 Pro Seeker mit diesen blauen Einlagen hier und vorne. Orange Peel Reflektor, XAP 70 LED, kann man hier ganz gut sehen. Und ja, wie vielen schon aufgefallen ist, hier gibt es noch ein kleines Fensterchen. Da komme ich gleich zu. Da gibt es nämlich eine Not-Sonderfunktion im Zusammenspiel mit dem Dock. Dazu später mehr. Ja, Gewinde läuft nicht ganz so geschmeidig, wie man es sonst kennt. Aber ja, das ist jetzt auch nur jammern. Ist magnetisch und hat hier diesen Spezial OLED-Akku 26650 mit Plus- und Minuspol auf der Seite hier hochgeführt, damit man es im Dock auch laden kann. Und ist hier Flat-Button ausgeführt. Macht aber nichts, weil da ist eine Feder drin, beziehungsweise ein erhöhtes, eine erhöhte Abnahme, eine erhöhte, wie nennt man es denn, Anschluss, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ja, das zur Energieversorgung. Und kommen wir jetzt direkt zu den einzelnen Schaltstufen. Wie fange ich an? Also, lang halten. Wie immer bei den Lampen kommt man in den Low Mode. Es gibt keinen kleineren Modus. Das ist der Low Mode mit 60 Lumen. Nochmal halten, schalten wir noch eine hoch, Medium auf 400 Lumen. Den Low Mode eben für 50 Stunden, diesen Medium Mode hier für 7,5 Stunden. Nochmal hoch haben wir den High. Da haben wir jetzt 1500 Lumen, wird aber auf 1000 runtergerampt. 10 Minuten plus 160 Minuten dann bei 1000 Lumen. Und wenn man einen Doppelklick macht, kommt man in Turbo, 3200 Lumen, wird nochmal runtergerampt auf 1000. Da haben wir 1,5 Minuten den Turbo. Und 150 Minuten haben wir dann die 1000 Lumen zur Verfügung nachher. Jetzt Achtung, jetzt mache ich Dreifachklick, dann gibt es den Strobe. Feste Frequenz. Trotzdem sehr unangenehm. Und wie immer bei OLED gibt es bei dieser auch den Lockout. Einmal über langes Halten des Knopfes. Wenn das Licht nochmal ausgeht, jetzt ist der Lockout drin. Daran zu erkennen, dass man hier vorne nur eine rote LED bekommt, wenn man auf den Button drückt. Und hier kann ich so viel drücken, wie ich will. Da passiert nichts. Es gibt auch die Möglichkeit des mechanischen Lockouts. Ihr dreht hier einfach kurz an der Tailcap. Ihr seht jetzt hier, ist das Licht noch rot. Wenn ich das jetzt nochmal drücke und hier kurz dran drehe, dann ist es gänzlich aus. Hier geht also nichts mehr. Nachteil beim mechanischen Lockout, wenn man es als Nachteil sehen will, nochmal eingeschaltet, dann ist der Lockout raus. Der elektronische, die hat es dann vergessen. Muss jeder für sich wissen, ob er das braucht oder nicht. Das ist aber auch relativ schwer gängig. Also ja, wenn man hier so rausmacht, die Chance ist gering, dass es sich in der Tasche nochmal zudreht und dann die Lampe angeht. Also wenn man es ganz sauber machen will, nimmt man den Akku raus, macht ihn in einen Schutzbox rein und dann ist das Problem auch geregelt. Gut, dann schauen wir uns so kurz an, wie es ausschaut hier mit Akku. Hier mal wieder meine tolle Küchenwaage, die man nicht lesen kann bei dieser Kameraeinstellung. Ich versuche es dennoch. Wir haben hier jetzt 261 Gramm. Man kann es hier unten nicht so gut erkennen. So besser. 261 Gramm. Ihr könnt mir es glauben. Ich muss mir mal noch eine andere Waage besorgen. Dann noch etwas zu den Abmessungen. Ihr seht, der Lampenkopf hier ist größer dimensioniert, auch wegen der Kühlrippen hier und des größeren Reflektors. Und hier hinten gibt es kaum eine Verdickung, eine ganz kleine. Wenn man das hier mal dran hält, dann sieht man das vielleicht ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, liegt sie so auch gut in der Hand. Man ist also auch nicht jetzt direkt auf den Kühlrippen und kann hier auch den Schalter betätigen. Das geht also schon. So lässt sie sich eigentlich noch besser halten, aber dann ist natürlich bei Verwendung der Lampe hier ohne Tail-Switch dann eben, ja, muss man sich ein bisschen umgewöhnen. Man kann es aber hier mit dem Pinky schalten, das geht also hier auch. Ja, ich finde, sie liegt gut in der Hand. Schwerpunkt irgendwo hier. Ist also
Ja, ist okay. Vom Gewicht her kann man die auch gerade noch so in der Jackentasche mitführen, ohne dass sie zu dick aufträgt. Abmessung haben wir hier 4,2, also 42 mm rum. Tailcap haben wir 3,2, also 32 mm rum. Länge haben wir 12,7, also 127 mm in der Länge. Tailstand ist möglich. Einen Wegrollschutz gibt es leider nicht. Aber dafür ist die Tasche dabei, ne? Gut, das haben wir durch. Ich wollte noch eine Strommessung machen. Das ist mir bei anderen Lampen ja schon gelungen, aber allerdings bei diesem hier nicht. Wollte hier quick and dirty was machen mit einer Schraube und mit hier aufdrücken und messen, aber das ist mir zu heikel. Ich lasse mir da mal noch was einfallen, dass man hier irgendwie so einen Aufsatz, wo man das draufdrücken kann und dann bequem mit einem Multimeter messen kann, weil es würde mich doch auch interessieren, was hier so durch die Leitung geht. Also die Strommessungen kommen irgendwann mal später. So, das ist das. Jetzt das Interessante an dieser Lampe, an diesem LE-Kit, an diesem Law Enforcement-Kit ist die Docking Station. Ich muss die nur gleich mal kurz ansaften. Und dann kann ich euch zeigen, warum die so eine oder was die Spezialfunktion ist mit diesem ominösen Fenster in der Lampe drin. Zum Dock selbst. Hier haben wir auch ein Magnet drin. Das merkt man, wenn man hier mit der Lampe dran geht. Also wenn man das hier mal so hält. Seht ihr hier, das stößt sich hier ab. Hier unten ist auch eine Platte. Das heißt, hier unten ist magnetisch und hier oben hält es auch schon. Also die Haltekraft hier, die ist schon gegeben. Die ist schon. Ja, da muss man also. Ne, die kriegt man also so nicht mehr raus. Also das Ding hier ist bombenfest. Also auch für mobile Montage im Auto geeignet. Ich mache jetzt mal kurz Saft hier dran und dann zeige ich euch, was es mit diesem ominösen Fensterchen hier auf sich hat. So, hier haben wir jetzt Strom. Stecken das hier mal ein. Und hier sieht man nichts, wenn der Stecker nicht richtig drin ist. Man sieht jetzt hier so ein grün-gelbes Licht leuchten. Die Taschenlampe ist eh voll geladen. Man kann die auch hier in der Stufe anmachen und hat dann hier natürlich das direkt den roten Indikator, weil das direkt dann nachladen muss, beziehungsweise mehr Strom gezogen wird und die dann umspringt auf die Ladefunktion. So, was jetzt so besonders an dieser Taschenlampe? Man sieht zum einen dieses Fenster, das hatte ich ja schon erwähnt, und hier sieht man auch eine LED. Jetzt wird der geneigte Technikfan sagen, aha, sieht nach Infrarot aus. Ist es auch. Und zwar ist die Funktion folgende. Wenn dieser Schalter hier unten, der mit Emergency Lamp betitelt ist, wenn der auf On gestellt wird und die Lampe nicht im Lockout ist, also hier, dass man sie anschalten kann, man steckt die dann hier rein. So, jetzt muss ich gucken, dass man das sieht, weil die Lampe ist jetzt nicht an, sieht nur so aus. Und jetzt habt ihr Netzausfall und dann geht die Lampe wundersamerweise an. Jetzt könnte man natürlich meinen, ja gut, da geht die Spannung weg, jetzt ist die Spannung wieder da. Es dauert jetzt 10 Sekunden und dann merkt die Lampe, okay, ich habe wieder Strom und geht dann auch wieder aus. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja gut, das ist ja leicht zu detektieren. Man hat hier Netz und beziehungsweise man hat hier DC und wenn DC weg ist, dann schaltet die Elektronik die Lampe ein über diesen Lader. Das wird aber darüber nicht realisiert, sondern es wird tatsächlich über diese Infrarot-LED realisiert. Ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, denn ich hatte die Lampe jetzt so rum hier drin. Es steht nämlich extra geschrieben, man soll das Fenster nach hinten machen. Die Lampe war so rum hier drin und ich habe das abgezogen und die ging immer noch an. Also habe ich mir gedacht, gut, dann kann das ja irgendwie, ist ja irgendwie seltsam. Das geht bestimmt über die Spannung. Um das jetzt zu demonstrieren, habe ich hier mal was vorbereitet. Und zwar kleben wir einfach die IR-LED hier ab. Und ziehen nochmal am Strom. Et voilà.
Tatsächlich reicht es aus, wenn das Ding hier vorne ist, aber man sollte es tatsächlich wie in der Anleitung beschrieben so rum einlegen, die Lampe, und dann funktioniert das hier hinten auch mit dieser LED. Und ja, finde ich also recht interessante Funktion, gerade als Notlichtfunktion, wenn das irgendwo im Raum hängt und dann doch halt ein gewisses Licht abgibt in dieser Notstufe. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Haben wir hier eine Anleitung, was drinstehen? Emergency Lamp, hier steht's. Will be active on the flash displays on the charging dock. Function can be turned on and off. Das ist der Low Mode, also die 60 Lumen werden dann angeschaltet. Das reicht, wenn es stockdunkel ist, auf jeden Fall aus für Notbeleuchtung. Genau, das war die Funktion und genau das gleiche. Ah, das müsste man noch testen, aber ich denke, wenn man dann Dauerplus ist ja kein Problem im Auto, aber wenn man halt natürlich Zündungsplus hat und hat es hier auf On stehen und macht das Auto aus, dann wird immer die Lampe nochmal angehen. Muss man also gucken, wie das da funktioniert, aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich genauso gehen. Gut, ja, das war es eigentlich jetzt mal im Groben zu der Lampe selbst. Ihr habt jetzt gesehen, wie es hier mit dem Laden aussieht und mit dieser Notlichtfunktion, wie schwer sie ist, welche Abmessung sie hat, haben wir auch gesehen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Impact-Test. Wir lassen sie einfach mal von 1 Meter Höhe bzw. 1,50 Meter Höhe auf eine Holzpalette plumpsen ein paar Mal zum Gucken. Ja, wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Dann gucken wir uns noch die IPX8 an im Wasser. Wahrscheinlich auch kein Thema. Und dann zeige ich euch noch die Lichtform. Das kann man hier jetzt gleich schon mal machen. Wie es denn hier mit dem Orange Peel aussieht. Das wird also kein reiner Throw sein. Wir haben hier einen starken Mittelpunkt und aber auch einen schön ausgeprägten Spill. Sieht man auch hier. Leichte Farbänderung hier. So ein bisschen ins Grünliche rein. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt passt na, wie heißt es denn? AWB, Automatic White Balance, genau so heißt es in Englisch. Weißabgleich, genau, von der Kamera. Und hier sieht man halt den Spill recht breit, recht groß. Ausgehend. Lichtform zeige ich euch gleich mal noch an der Wand und dann kommen wir noch zu der Beleuchtungssituation draußen im Dunkeln und dann würde ich sagen, ziehe ich noch ein Fazit aus meiner Sicht über die R50 Seeger. Hier der obligatorische Drop-Test aus 1,5 Metern Höhe auf dieses Palettenholz. Und hier auch einmal komplett runtergekullert auf den Beton. Kein Problem soweit. Das ist zu erwarten bei diesen Lampen. Hier nochmal eine andere Fallposition. Aber das steckt die R50 Seeger locker weg. Hier sehen wir jetzt einmal einen Test. Einmal unter Wasser. Und zum zweiten Mal hinten die Aufnahme, wie die Lampe runterschaltet nach 15 Minuten und dann nach einer halben Stunde, nicht ganz halben Stunde, 25 Minuten wird wieder runtergeschaltet. Dann geht aber auch die Batteriewarnung schon an. Die seht ihr jetzt gleich blinken am Griff. Und dann ist es auch relativ schnell hier ganz dunkel. Das also mal so viel zur Laufzeit der Lampe, wenn sie im Wasser drin liegt. Was danach passiert, ist, dass die Lampe sich erst einmal gar nicht mehr schalten lässt, als wäre der Lock eingeschaltet. Also es passiert gar nichts mehr. Ich habe dann die Lampe nochmal einschalten können durch Lösen der Tailcap und kann jetzt hier auch die Stufen wieder durchschalten. Habe jetzt hier die Turbostufe dann nochmal angeschalten. Es ist schon wesentlich dunkler als vorher, das heißt, da wird schon runtergerammt. Und jetzt zum Test einfach mal geguckt, was die Lampe jetzt von sich gibt. Ob sie mir sagt, dass sie jetzt gleich ausgeht oder leer wird. Und da können wir auf der Lampe den Batterieindikator sehen, der anzeigt, dass die Lampe auf dem letzten Loch pfeift, in Anführungsstrichen. Und das gesamte Lichtbild wird dann mit der Zeit auch immer dunkler. Wir sehen das hier schön, dass die Indikatorlampe hier blinkt. Das ist relativ gut zu sehen, vor allen Dingen, wenn es dunkel ist.
weiß das frühzeitig darauf hin, den Akku eben auszutauschen oder die Lampe halt eben aufzuladen im Dock. Aber ich habe das jetzt hier mal in Echtzeit laufen gelassen, um euch einen Eindruck zu geben, wie das hier genau aussieht. Daher lasse ich euch jetzt mal ein paar Sekunden mit der Lampe allein. Wie man hier sehen kann, versucht sie die Lichtstufe so lange wie es geht zu halten. Der Indikator ist dauerhaft rot und dann geht die Lampe einfach aus und bleibt dann auch aus. Das heißt, man sieht nur am Knopf, dass da etwas im Gange war. Und wenn man die Telcap löst und sie wieder drauf dreht, dann geht sie zwar wieder an, aber hier ist der Indikator jetzt auch direkt wieder rot und die Lampe läuft jetzt hier quasi dann auf den letzten Reserven. Ich weiß nicht, wie weit man das Spiel jetzt hier treiben kann. Ich habe dann halt jetzt einfach nur mal geguckt, was dann beim zweiten Mal noch passiert. Und dann geht die Lampe hier nochmal aus. Und dann ist das wieder wie vorher. Und wie gesagt, durch Lösen der Telcap kann man dann das nochmal ein bisschen umgehen. Wobei das dann wahrscheinlich dann durch die Elektronik abgefangen wird, sodass man den Akku hier auch gar nicht schädigen kann. Und die Lampe geht dann jetzt auch immer schneller wieder aus. Und damit ist dann auch immer noch ein bisschen Reserve gegeben, aber letztendlich signalisiert, okay, wechsel den Akku oder lad mich einfach auf. So, mangels Dunkelheit im Moment draußen. Hier jetzt auch mal die Wand. Ich mache mal die Belichtung hier, speichere mal hier die Belichtung, dass ihr hier ein bisschen den Spill noch mitseht an der Seite. Da ist also tatsächlich noch so ein zarter Spill mit, der so ein bisschen die Umgebung auch jetzt hier noch ausleuchtet. Finde ich also ganz gut. Das ist jetzt schon die unterste Stufe hier. Nächste Stufe. Ihr seht hier so ein bisschen bläulich. Das ist tatsächlich so. Aber nicht so schlimm wie im Video. Aber so ein kleines bisschen macht sich da schon bemerkbar. Dann noch eine Stufe höher. Und hier die Umgebung ist sehr, also das ganze Zimmer ist ausgeleuchtet, das hier mal an die Decke, also das macht schon hier ordentlich Betrieb. Und Doppelklick, dann kommen wir in den Turbo-Modus, natürlich jetzt hier alles überbelichtet, ich mache mal kurz Belichtungsanpassung. Und man sieht hier auch, gegen die Decke gerichtet, macht das hier also schon Spaß. Nicht lange in dem Modus, regelt da runter, ich hätte mir da ein bisschen was mit dem 26-650 Akku da gewünscht. Aber ich denke, der bevorzugte Modus wird hier der kleine, der mittlere, Moment, kleiner, mittlerer. Jetzt bin ich kurz verwirrt. Warum schaltet? Achso, ich muss halten, Entschuldigung. Der High-Modus, dieser hier. Also der ist schon vollkommen ausreichend für alles, was man so braucht. Und den wird man auch dann dementsprechend auch einsetzen. Kurz zur Lichtverteilung. Machen wir nochmal kurz den kleinen Modus an. Sehen wir jetzt hier nochmal dieses Bläuliche an den Seiten, nicht so ausgeprägt wie bei anderen Modellen. Ansonsten, ja, das grün verfärbte hier in der Mitte. Kurz mal den AF hier einstellen. Und der Spill, ja, das sieht eigentlich ordentlich aus. Wie nicht anders zu erwarten von OLED. Hier nochmal kurz. Der fluoreszierende Ring hier am Reflektor, sehr gut hier zu erkennen, aber hält halt nicht ganz so lange, wie man sich das wünscht. Also wenn man sie jetzt aus den Händen verliert und sie war an, findet man sie noch, aber eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann sieht man hier auch nichts mehr. Ich konnte es mir doch nicht nehmen lassen, doch noch rauszugehen. Hier seht ihr jetzt die kleinste Einstellung, denn der Garten ist ja jetzt so ein bisschen was wie die Referenz. Und das ist schon enorm, was hier in der kleinsten Einstellung kommt. Hier jetzt die mittlere Einstellung und da sieht man da hinten auch schon in 40 Meter Entfernung die Baumgruppe recht gut, weil der Throw recht weit geht. Das ist ein sehr, sehr schönes Lichtbild. Und jetzt hier in der High-Stufe, da macht das hier richtig Spaß auf diese Entfernung
mit diesem Thrower hier zu arbeiten. Und wenn wir dann den Turbo anschalten, dann geht hier die Lucy ab. Also rundrum seht ihr, ist alles hell. Das gefällt mir sehr gut. Und der Throw ist extrem weit. Also das macht richtig Spaß, mit der R50 hier zu arbeiten. Und bei dem kalten Wetter wird die Hand auch immer schön warm. Also mein persönliches Fazit zur Seeker ist, ist ein sehr feines Stück Technologie, mal wieder super verpackt in diesem hervorragend gearbeiteten Gehäuse. Das haben sie also echt drauf. Die Idee mit dem Infrarotempfänger und der Docking Station, die dann Notbeleuchtung einschaltet, wenn das Netz weg ist, finde ich also auch sehr gelungen. Mit dieser LED der XHP70 ist es so eine Sache. Also aus dem 26650 hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, auch in der Turbostufe. Das ist also halt nicht der Fall, wobei man bei der Lampe hier auch wahrscheinlich den High-Modus nutzen würde, der schon mit 1500 bzw. dann dauerhaft 1000 Lumen dann schon 160 Minuten durchhalten kann. Also der Modus ist dann schon hell genug, aber der Turbo-Modus für 1,5 Minuten bei 3200, da machen es andere Hersteller ein bisschen besser. Gut, die nutzen auch eine andere LED. Ansonsten mal wieder der Custom-Akku, den man so ohne weiteres nicht laden kann in einem anderen Ladegerät. Macht aber auch jetzt nichts. Es ist ein hervorragendes Docking-Ladegerät dabei. Das funktioniert einwandfrei. Wie immer gibt es das Set, so wie es ist, direkt zum Loslegen. Das Law Enforcement Kit hat jetzt in diesem Fall natürlich noch dieses Dock dazu, das wir hier sehen. Das hatte ich ja schon vorgestellt. Und alles in allem gibt es hier ein super Package. Muss man selber wissen, ob man diesen hohen Preis dafür ausgeben will. Die Taschenlampe an sich ist es auf jeden Fall wert. Ob man das ganze Restliche hier dazu braucht, dieses Dock sei dahingestellt. Es erleichtert das Arbeiten ungemein, ist sehr komfortabel. Also in meinen Augen mal wieder volle Punktzahl. Hier gibt es nichts zu meckern. Alles perfekt wie gehabt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Und ich freue mich schon auf das nächste Taschenlampen-Review. Bis dann, macht's gut, ciao!